Hallo zusammen und willkommen zurück bei meinem Let's Play von Danganronpa. Beim letzten Mal ist ja nicht viel wirklich passiert bisher. Wir haben uns ein bisschen umgeschaut, damit halbwegs inzwischen klargekommen, dass wir wohl festsitzen. Zumindest bis irgendjemand jemanden umbringt. Was auch nicht viel besser ist. Oh, Moment, da stimmt wieder was nicht mit der Aufnahme. Okay. So, sollte jetzt besser sein. Und ja, machen wir auch mal direkt weiter und schauen mal, wie es jetzt wie es so uns an unserem zweiten Tag ergeht. Das Kapitel sagt ja schon Alltagsleben. Okay, da steht doch schon gleich jemand. Morgen, Naegi. Morgen, Kyotaka. Morgen. Ah. Morgenbegrüßungen sind so wunderbares, ein wirklich wahrhaft erfrischendes Gefühl. Tippt man doch irgendwie einen Knall. Ich freue mich schon, mit dir einen weiteren Tag zusammenzuarbeiten. Ja. Also, es würde mich nicht wundern, wenn der zuerst umkommt. Das sagt jetzt nicht Makoto, er sagt, das so ist er wohl immer. Denn der Kerl ist einfach nur nervig. Hat noch was anderes zu sagen? Nee, ist das Gleiche. Wo können wir denn? Okay. Ja. Okay, kann man noch mal eine Karte aufrufen? Ah, hier kann man dann schauen, wer wo ist und wo wir eigentlich hin sollen. Stimmt, mein Sono hat uns ja zu ihrem Zimmer gebeten. Wir haben noch eine Wäscherei. Nein, falsche Richtung. Jetzt haben wir ein bisschen freie Wahl. Ich meine, freien Zugang. Ja, unser Lieblingsschamane. Okay, wir können uns jede einzelne Waschmaschine ansehen. Macht das irgendwie einen Sinn? Okay, also man sollte ja wohl tatsächlich alles durchsuchen, weil es da so diese Bärmünzen zu sammeln gibt oder was auch immer. Der scheint weniger ein Morgenmensch zu sein. So, Morgen, was ist mit dir? Oh, er wäscht seine Kleidung. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Ist bloß ein bisschen müde. Ja, hat letzte Nacht versucht, seine Lehrer in der Geisterwelt zu kontaktieren. Nur, und wenn man halt gerade keine Hände hat, wieso nicht? Hat es versucht und versucht, aber hat es nicht geschafft. Ja, so viel zum super-duper Highschool-Schamanen. Okay. Also man sollte wohl wirklich alles anklicken. Ja. Wieder in dieser Bildschirme, bei denen Monokuma dann gelegentlich auftaucht. Was ist das? Allerdings vom Autobot. Ist da auch so ein Regelzettel dran, oder?
Ja, aber nicht, dass wir es anschauen könnten, die Kamera oder Vollständigkeit halber. Er kriegt schon so Gewaltfantasien bezüglich der Kamera, aber das ist wahrscheinlich keine gute Idee. Soweit, so gut. Na, dann besuchen wir doch unsere tapfere Assistentin. Drückt einfach den Knopf so neben der Tür, da ist so eine Gegensprechanlage. Ja. Morgen mal Sonne. Da, Iggy, perfektes Timing. Das Timing. Ich würde gerne einen Gefallen, irgendeinen Gefallen bitten. Fragen wir doch mal nach, was dieser Gefallen so zu sagen hat. Sie will irgendwo hin und ich soll mitkommen. Hey, wohin gehen wir? Und sie dachte danach, sich eine Waffe zu suchen, mit der man sich verteidigen kann. Gut, er ist völlig entsetzt, aber das macht Sinn. Okay, aus anderen Gründen, als die ich jetzt gedacht habe, denn sie meint, ja, wer uns ja auch immer eingesperrt hat, könnte als nächstes versuchen, uns direkt anzugreifen. Ja, wer auch uns auch immer hier eingesperrt hat. Wer auch immer diese Regel für Mord aufgestellt hat. Wer doch immer dieses irrationale Szenario entworfen hat, kann tatsächlich uns ja jederzeit angreifen. Deshalb, egal was passiert, sie will in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen. Okay, also sie will dann ja, eine Waffe finden, mit der sie sich verteidigen kann. Es gab einen Schaukasten außerhalb der Sporthalle. Zur Sporthalle, dann gehen wir doch. Ah, sie hat natürlich wieder unsere Gedanken gelesen. Es wird so langsam unheimlich. Aber, unsere Gedankenmuster wirklich so einfach. Na dann, gehen wir auch dahin. Also für euch alle, die in der Akademie ein bisschen, also in der Akademie rumzulungern, ein bisschen langweilig fanden. Gute Nachrichten! Ist es so möglich für uns Marlor zu casten, um zu teleportieren mit Hilfe der Karte? Okay, wir können also die Karte benutzen, um direkt dahin zu gehen. Allerdings nur zu bestimmten Orten auf der Karte. Und auch nicht zu einem Ort, wo der gerade versiegelt ist oder bei dem wir vorher noch nicht waren. Und es wird auch Situationen geben, wie in der Story, in der wir nicht teleportieren können. Das ist um zu verhindern, dass ihr in den Mauern rein teleportiert und ewig verschollen bleibt. Bitte versteht das. Ich ermutige euch, mit dieser neuen Fähigkeit zu experimentieren. Over and aus. Na dann. Hat sie sonst noch was Spannendes zu sagen? Vorbeigeschossen. Dich meinte ich. Ja, nichts Besonderes zu sagen. Dann. Okay, vielleicht sollten wir davor auch mit ein paar anderen Leuten reden. Ich meine, okay, da geht's nicht hin. Da stehen noch jede Menge herum. Oder auch nicht, zumindest nicht hier. Ah.
Könnte nützlich sein, mehr Informationen herauszufinden. Okay, er denkt schon gleich perverse Sachen, weil wir zusammen unterwegs sind. In solcher liebenswürdigen Harmonie. Was symbolisierst du hier? Ist, wie er gefürchtet hat. Das Klischee des der des versiegelten Anwesen. Ebenso wie die alten Mordfälle. Mann und Frau verbunden durch so das fehlplatzierte Lust. In dieser Situation bin ich verpflichtet zu fragen. Was für eine Art Comic ist das? Hast du einen Plan? Ja, mal da damit aussagen will? Keine Ahnung. Ich glaube, wir fragen da lieber nicht nach. Dann ganz schnell weg. Ah, sie muss irgendwie wichtig sein, wenn sie ist auf dem Cover. Also, ich meine, im Startmenü. Sie findet es ein hübscher Morgen. Morgen, Celeste. Es ist recht wahnsinnig, dass wir uns so völlig gewöhnlich begrüßt haben, obwohl wir hier drin gefangen sind. Celeste, du bist manchmal etwas furchterregend. Wenn ihr bitte entschuldigen würdet. Ja, gehen wir lieber. Noch schnell einen Abstecher in die Cafeteria, da scheinen ja auch einige Leute. Sogar um Frühstücken zu sein, eigentlich gar keine schlechte Idee. Okay. Sie will den Umweg nicht machen. Also, wie kommen wir dann denn eigentlich wieder zur Sporthalle? Es gab ja auch eine Treppe, oder? Ja. Ah ja. Cool Shop. Ich frage mich, was es da so zu holen gibt. Aber hier können wir auf jeden Fall hin. Okay. Zu denken, dass Fukawa zusammen mit den beiden sein würde, eine unglaubwürdige Kombination. Was willst du? Deine Augen, sie wollen etwas sagen. Ich dachte bloß, dass ihr drei eine recht ungewöhnliche Gruppe seid. Fukawa, Shina und Ogami. Lasst ihr bloß hier nichts Falsches drüber einfallen. Ich bin nicht hier mit diesen Muskelgehirnen aus meinem eigenen Willen. Hey, der ist nicht sehr nett. Gestern sah es noch so aus, dass du eingeladen werden willst, also bin ich ja gekommen, um dich zu holen. Ich hab nicht danach darum gebeten. Teile ich mich nicht weiter an eure Muskelgehirnwelt. Und weg ist sie. Soll ich hier hinterher? Ob ihr noch hier aufzudrängen wäre unklug. Ich schätze schon. Öl und Wasser, unmöglich vermischt zu werden. Was genau ist ein School Shop? Was zur Hölle? Hi, Junko. So, eigentlich sagt sie morgen, nicht nein. Ah, es ist bloß du, meinst du nur. Seid ihr auf dem Date? Auf dem Date? Was?
Niemand, der so schüchtern aussieht, gehst aber ganz schön an, Neige. So ist es nicht mit Neiges Assistentin. Sie hat so nonchalant gelehnt, dieses Sidekick, das ist irgendwie so ein neuer Fetisch. Ja, kümmert euch nicht um mich, es geht mir nichts an, wenn ihr, worauf ihr so steht. Ja, habt Spaß. Wir sollten ganz schnell in die Sporthalle. Ja, sollten wir. Was zur Hölle ist das ganze Zeug hier? Mono-Mono-Maschine. Ja. Ey, wir haben ein paar Medaillen gefunden. Diese mysteriösen Schätze, die von Königen und Bauern gleichermaßen begehrt werden, sind Monokuma-Medaillen. Können wir prüfen, wie viele wir haben in unserer Elektro-ID? Ah, und die Medaillen können wir benutzen hier, um hier Preise rauszuziehen. Je mehr Medaillen wir reinstopfen, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir einen Preis kriegen, den wir nicht schon haben. Okay, und da können wir wohl dann Geschenke haben. Wieso nicht? Ah, okay, hier können wir einstellen, wie viel wir reinstecken. Ich meine, wir haben bisher noch nichts Besonderes, also schätze ich schon. Awesome! Okay. Nur eine 1,09% Chance, dass wir nochmal das gleiche kriegen. Also, Rahmen, großartiges Geschenk. Dann einen haben wir noch. Hey. Okay, wir haben keine Medaillen mehr. Dann machen wir noch mal eine Kamera. Sonst noch irgendwelche spannenden Orte. Es ist alles hier für ein Ramsch. Er sieht eher aus wie ein Pfandladen als ein Schulgeschäft. Aber immerhin war auch hier noch eine Medaille versteckt. Wieder einer der Bildschirme. Ja, nichts Ungewöhnliches. Noch ein Verkaufsautomat und ja, das war's wohl fürs Erste. Ich frag mich, was wir da eingesammelt haben. Geschenke. Okay, es gibt wohl 100 zu finden. Hyperspeed Cup Rahmen. Okay, man kann auch in 10er Schritten weiterblättern. Okay. Fass auffüllen und reinpusten, dann klingt's wie ein Singvogel. Schön. Ach so, ein Maskottchenkostüm, großartig. Schulinsigne. Oh, das haben wir gekriegt, weil wir einen Prolog geschafft haben. Na dann, ich weiß nicht, ob wir das einfach nur so eine, wow, so als zum Sammeln ist, aber oder ob es irgendeinen näheren Sinn hat, aber ich schätze mal, werden wir früher oder später herausfinden. Gab es hier noch irgendjemand oder etwas Interessantes? Hier den haben wir dir bei einem anderen Muskelgehirne, wie es so schön heißt. In der Eingangshalle. So. Hallo? Ja, warte, was macht ihr denn so? Ja, ist wieder hergekommen, um nochmal nach einem Ausweg zu suchen. Müsst irgendwas einfallen lassen, um diese Eisentür zu zerschmettern. Das überlasse ich euch beiden. Ich bin nicht gut mit Ideen.
Dafür macht er dann die Ausführung. Hier wird er schon beweisen, wie männlich er ist. Hey, klingt nach einem Plan. Was geht eigentlich so mit diesen Metallding? Das ist echt übel da hier verklemmt. Ihm ist völlig langweilig, kann hier einen Scheiß tun. Kann nicht mal seinen Traum verfolgen in diesem Ort. Traum? Ja, Musiker, Sänger des Jahrhunderts, siehst du es nicht? Er ist sowas von großartig, er kann das sogar direkt vor dem Idol des Landes verkünden. Träume. Also, ne? Na, ist nichts. Gehen wir. Na dann, wenn es sagt. Können wir noch so eine Münze hier rausbringen? Nein. Entschuldigung. Okay, ja, Kamera. Jetzt halt nur mit auch gleich Geschützturm. Okay. Nichts Besonderes. Raus. So, und jetzt endlich zur dort drüber und zur Sporthalle. Ich schätze mal, da geht dann auch tatsächlich die Story weiter. Achso, so. Frag dich nur, was das Schild da ist. Und wieso ist hier vergittert? Ich werde immer schnell einfach abgelenkt. So, und bevor wir jetzt die Sporthalle besuchen, denke ich, beende ich erstmal das Video fürs Erste. Wird sonst ein bisschen lang, wir haben schon über 20 Minuten. Und wir sehen uns gleich wieder.